Hallo, ich bin euer Physik-Siggi. Heute werde ich euch das Prinzip der Wärme-Kraft-Maschine verständlich machen. Danach werdet ihr zwei Arten genauer kennenlernen. Und schließlich werde ich euch heute das Prinzip des Kühlschranks erklären. Ihr benötigt dafür ein Verständnis vom idealen Gas, von der Temperatur und von der Wärme. Allerdings auch von der thermischen Energie, die auch als innere Energie bezeichnet wird. Diese Grundbegriffe könnt ihr alle im Film Die Hauptsätze der Thermodynamik kennenlernen. Kurz wiederholt ist die thermische oder innere Energie die Energie, die ein Körper aufgrund der Bewegung seiner Teilchen hat. Je wärmer der Körper, desto größer seine innere Energie. Diese Energie kann er in mechanische Energie umwandeln. Zum Beispiel, wenn man den Kochtopf nur lange genug erhitzt und einen Deckel... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com